Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Ich habe jetzt eine wirklich richtig harte Challenge vor mir. Bleiben Sie dran. So, jetzt kommt meine schwierige Aufgabe der Woche sozusagen. Und zwar, wir Entertainer, wir neigen ja zu großen Gefühlsausbrüchen. Ich werde mir Mühe geben, mich richtig zusammenzunehmen. Und darum geht's. Wir bekommen ja von unseren Gästen viel Resonanz über das, was wir gut gemacht haben und manchmal über das, was wir besser machen könnten. Und manchmal bekommen wir Resonanzen, wie die, die mir jetzt hier vorliegt. Da geht einem wirklich das Herz auf und da weiß man, warum man das alles, was man tut, macht. Ich probiere das jetzt konzentriert vorzulesen. Liebes AIDA Prima Team, in Klammern die gesamte Crew. Ich bin Marika und ich habe euch kein Trinkgeld reingetan. Ich bin ja noch ein Kind, aber ich habe euch einen Brief geschrieben. Bitte lesen Sie ihn der ganzen Crew vor. Schade bloß, dass manche von Ihnen nicht so gut Deutsch verstehen, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich wollte euch nur sagen, wie gut mir der Urlaub bei euch gefallen hat. Der Urlaub hier auf dem Schiff hat mir so gut gefallen, dass ich gar nicht mehr nach Hause möchte. Und glaubt mir, ich fahre nie wieder in ein Hotel, sondern immer nur auf ein Schiff AIDA. Mein erster Urlaub auf AIDA Prima hat mir aber auch so gut gefallen, weil eure Crew so toll ist. Es gibt bei euch singende und tanzende Kellner, die noch dazu immer freundlich sind. Auf eurem Schiff gibt es einfach alles. Birtes Primetime war auch sehr, sehr schön. Und die Eislaufbahn, das Schwimmbad, es gibt einfach alles bei euch. Und eins kann ich euch sagen, ich komme wieder, nächstes Jahr oder so, und ich werde euch weiterempfehlen. Ich habe bei euch wirklich unvergessliche Momente erlebt. Ihr lieber AIDA Prima, I love AIDA Prima, eure Marika. Marika, Dankeschön. Das war wirklich schön. Jetzt zu einem ganz anderen Thema. Wenn der Hafen zu flach ist für unsere Schiffe, dann müssen die Schiffe ein bisschen weiter draußen ankern und dann wird getendert. Und wie kann man das schöner zeigen als aus der Karibik auf Samana? Bitteschön. Diese Bucht ist relativ flach und so können wir natürlich nicht mit der Vita hineinfahren. Auch könnten wir hineinfahren, es gibt hier auch gar keine Infrastruktur, um das Schiff anzulegen an der Pier wie ansonsten. Darum müssen wir heute zu unserem Alternativplan greifen und zwar liegen wir auf Reede. Wir haben unseren Anker geworfen und bringen sie mit den Tenderbooten an Land. Ja, und sind wir dann sicher vor Anker, dann reicht es eigentlich normalerweise unter normalen Bedingungen, so wie jetzt, wenn wir alles ausmachen, den Schiffsbetrieb natürlich noch aufrechterhalten, aber keine Energie ins Wasser sprudeln. Das Schiff legt sich dann schon in die ruhigste Position und so können wir dann auch so lange bleiben, wie wir wollen. Um Ihnen ein bisschen das Einsteigen zu erleichtern, nutzen wir ganz gerne unsere Heckstrahler, also die Querstrahlruder, um das Schiff so ein bisschen vom Wind abzudrehen. Das Seit geht also vor den Wellen zu schützen und vom Wind zu schützen. Dann liegen die Tender auch ein bisschen ruhiger an der Schiffsseite und sie können ein bisschen ruhiger einsteigen. Ja, ausgelegt sind diese Tender für 150 Leute im Notfall. Im normalen Tenderbetrieb passen 100 Leute hinein. Mehr lassen wir nicht rein, sonst wird es ihnen dann doch ein bisschen zu eng. Wir fahren damit an Land, sie steigen aus und wir bringen die anderen Passagiere, die wieder zurück wollen, zurück zum Schiff. In der Rubrik AIDA liest stellen wir immer wieder neue deutsche spannende Autoren vor. Petra Hammesbach ist so jemand. Das ist eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen. Sie war an Bord und immer wenn so jemand da ist und liest, dann entsteht eine ganz besonders tolle Atmosphäre. Gucken wir mal. Sie hat auch keine Angehörigen, nur dich, wolltest du sagen, ergänzte die Frau kühl, als er abbrach. Ist sie erstickt? Der Mann hielt den Blick gesenkt, konnte sie jetzt nicht ansehen. Nein, auf dem Weg ins Krankenhaus. Ja, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Brauchte die Frau auf. Sie versuchte gar nicht erst, ihre Wut zu kaschieren. Wozu denn der Aufwand? Soll sie noch ein paar Jahre so liegen? Vielleicht stirbt sie jetzt, sagte der Mann, hob endlich den Blick vom Handy und fragte, wo warst du eigentlich den ganzen Nachmittag? Ich habe mit, wie alt war ich, 28, nach der Geburt unseres Sohnes, dann richtig losgelegt. Da habe ich mir meine alte Schreibmaschine von den Eltern zurückerkämpft und dann ging das Schlag auf Schlag, musste dann allerdings in den nächsten 10 Jahren 159 Absagen einstecken. Es hat immer geheißen, so wie sie schreibt, kein Mensch. Und heute heißt es, das ist ein einzigartiger Stil.
dann habe ich Erfolg gehabt mit einer Kurzgeschichte im Playboy. Ich sag's immer wieder gerne, ich war zweimal im Playboy und ich musste mich dafür nicht ausziehen. Ja, und dann ging's Schlag auf Schlag. Ein Roman nach dem anderen, dann kam der Film dazu und so ging's immer weiter. Ich neige dazu, auf den ersten 10 Seiten immer die komplette Geschichte zu verraten. Und dann muss ich diese ersten 10 Seiten zu 200, 300, 400 ausbauen. Das ist Arbeit. Ich lege großen Wert darauf, immer die Geschichte der Opfer zu erzählen. Und zwar rein auf die Psyche abgestimmt und nicht auf irgendwelche Ekelszenen. Es ist immer sinnvoller, etwas zu lesen oder vorgelesen zu bekommen, weil im Unterschied zum Bild, was mir im Fernsehen oder im Film gezeigt wird, muss ich beim Lesen und beim Vorlesen mein Kopfkino einschalten. Und das finde ich so wichtig, dass die Fantasie nicht vollkommen zugebuttert wird. Wenn ich das alles so häppchenweise vorgesetzt kriege, brauche ich gar nicht mehr mitdenken. Lesen verlangt, dass ich denke. Ich glaube, beim Vorlesen lassen kann man viel eher auch entspannen und so richtig reinfallen lassen. Ja, das kann ich. Ich habe also eben beobachtet, da sitzen dann einige Leute, die sitzen wirklich mit geschlossenen Augen und hören. Die tauchen richtig mit mir in die Geschichten ein. Das ist mal eine ganz neue Erfahrung, ganz andere Location. Und das ist natürlich auch toll, das Meer vor den Augen und dann so fürchterliche Geschichten erzählen. Und wenn auch Sie jetzt so richtig Lust bekommen, mal mit uns mal auf große Fahrt zu gehen, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder gucken Sie mal auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir reisen zuerst von Miami nach Port Canaveral. Es geht weiter nach San Juan und Tortola. Wir machen noch Halt in Samana und Ember Cove. Und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Miami. Dass unsere Gäste an Bord so richtig entspannt sind, das wissen wir. Aber dass sie auch Spaß verstehen, das haben sie auf AIDA wieder bewiesen. Gucken Sie mal hier. Ich hole mir gleich eine Uniform, ein Namensschild und gebe mich dann als Fotomitarbeiter aus. Dann machen wir Porträt-Shooting der besonderen Art und ich hoffe, das wird lustig. Hallo, wollen Sie ein kostenloses Porträt heute? Heute nicht. Also ein kostenloses Foto, meine ich. Ja, genau. Ich musste mich ein bisschen üben, weil ich bin eigentlich von den Scouts. Ja. Ich möchte das Fach wechseln und deswegen darf ich heute üben. Dafür kriegen Sie Ihre Porträts. Oh, das ist doch schön. Das, damit es höher ausschaut, mache ich das mal von unten. 1, 2, 3. Ja, das ist geil. Das ist gut. Das ist gut. Klasse. 1, 2, 3. Das ist das Schönste, was wir draußen haben. Kopflos. Ja. Genau. Es wird jetzt im Original 15,95 kosten, sozusagen. Aber heute kriegen Sie es geschenkt. Ja. Wollen wir einfach raus, ne? Genau. Sehr, sehr gut. Ich habe sie genau im Flug erwischt. So, ich habe selber noch nicht gesehen. Also die Chefin hat jetzt das Schönste rausgesucht. Ich bin selber, gemeinsam gespannt, welches es geworden ist. Finde ich schön. Ich auch. Wissen Sie was? Das war versteckte Kamera. Sie dürfen einmal da reinlegen. Ja, bitte schön, guten Abend. Der Kollege ist jetzt im Porträt. Wink mal, Kollege. Hallo. Jetzt auch für Sie zum Entspannen die schönsten Bilder der Woche. Bitte schön.